Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Dieser Mann ist ein Phänomen. Er ist studierter Molekularbiologe und bekennender Christ. Bekannt geworden ist Michael Herberger aber als Mitbegründer der Söhne Mannheims und Musikproduzent. Außerdem ist er der Großneffe des früheren Nationaltrainers Sepp Herberger. Allerdings war seine Fußballkarriere nur von kurzer Dauer. Tatsächlich haben meine Eltern mich in den VfB Gartenstadt in die F-Jugend gesteckt. Ich spiele gerne Fußball, aber tatsächlich alles, was ich mit den Händen mache, hat sich später herausgestellt, kann ich deutlich besser. Insofern ist es dann auch bei der F-Jugend geblieben und ich bin dann irgendwann raus und habe dann weiter Klavier gespielt. Also so ziemlich alle anderen Sportarten ausprobiert und spiele immer noch gerne Fußball, aber das ist jetzt keine aktive Leidenschaft. Was ihn neben der Musik antreibt, ist gesellschaftliches Engagement. Er ist zum Beispiel in der Sepp-Herberger-Stiftung aktiv und auch in der Mannheimer Bürgerstiftung, die 1998 gegründet wurde und gerade in der Pandemie vielen unbürokratisch geholfen hat. Und wenn es um gesellschaftliches Engagement geht und noch dazu natürlich in der Stadt, in der ich lebe, war es für mich vollkommen klar, da gerne mitzumachen. Ich sage mal, das ist auch ein sehr aktives Gremium, das unglaublich viel macht und auch sehr flexibel. Auch mit dem Thorsten Riede da jemand hat, der, also wie ich auch, aus der Kreativbranche kommt und da mithilft. Und das ist ein Privileg, da mitzumachen. Über seinen Glauben, über die Musik und über sein Leben unterhalten wir uns nun in unserem Podcast. Zu Gast ist Michael Herberger. Hallo, Michel Herberger. Morsche, Norbert. Morsche, ich grüße dich, hallo. Ich habe eine Erinnerung an den Michel Herberger, das ist schon lange her, da gab es ein Konzert im Eisstadion im Alten, im Friedrichspark, Söhne Mannheims gespielt. Das ist sehr lange her. Das ist eine Weile her, ja. Genau. Und da hat der Xavier hat bei jedem dritten Song gesagt, was geht, Herr Berger? Das habe ich offensichtlich verdrängt, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Was ging denn an dem Abend? Ging du was? Ich fand es eine geile Party, super Mucke damals und der hat sich immer umgedreht und hat immer geguckt und da dachte ich, das muss der Chef sein von der Band. Ah, guck mal, siehst du, ja. Ne, war er das? Also er hat mich auch im Anklang an meinen Urgroßonkel auch gerne als den Trainer der Söhne Mannheims bezeichnet. Ich war ja musikalischer Leiter und ich habe ja die Songs zum allergrößten Teil mitgeschrieben und war ja auch Produzent. Also ich glaube, das Chef trifft es dann in dem Fall auch ganz gut. Und ich sage mal, das war ja auch ein Titel, den Sepp Herberger auch trug. Insofern fühle ich mich da so, also das adelt mich ein Stück weit natürlich dann auch. Ja. Da können wir vielleicht später über den Sport noch sprechen. Haben wir ja auch beide eine gemeinsame Vergangenheit. Zwei Weltklasse-Tennisspieler auf dem Platz. Unfassbares Doppel, wir zwei. Also das Wimbledon brauchen wir gar nicht spielen, holen wir sowieso den Titel. Ich hab gelesen, jetzt gehen wir zu den Anfängen von den Söhnen ein Stück weit zurück. Ich habe gelesen, dass es am Anfang ein wilder Haufen war, dass du eigentlich die ganze Geschichte wieder hinwerfen wolltest, weil auch ein paar Typen dabei waren, die überhaupt nicht singen konnten, die der Xavier dann mitgebracht hat und du gesagt hast, das wird nie was. War es tatsächlich so? Also die Strecke war relativ lang, die Findungsphase. Ich dachte, du meinst ursprünglich unsere allererste Tour. Da wollte ich tatsächlich hinschmeißen, unser Schlagzeuger Ralf Kuske auch. Wir haben uns dann eines Besseren besonnen. Das war schon relativ spät. Das dürfte so 2000 gewesen sein. Da war das Problem, oder anderes, da war das Problem das, dass ich eine Setliste gemacht habe von den Liedern, die wir spielen sollten. Und an die hat man sich, man hat es eher als Empfehlung gesehen. Ja? Und wir haben dann in Lahnstein damals, das war glaube ich der allererste oder mit der erste Gig bei Koblenz, sage und schreibe 4,5 Stunden gespielt. Und danach war für mich klar, so wird das nicht mehr passieren. Ja. Ja? So. Also das war mehr gejammt und ein völliger Wahnsinn auf der Bühne. Aber das hast du gar nicht gemeint. Du warst noch deutlich früher, ein paar Jahre. Genau. Da war es tatsächlich so, dass er selber sich mal dachte, also hat das dann immer auch gesagt, er wollte mit den Söhnen Mannheim seinen Freundeskreis einen Rahmen geben. Und der Freundeskreis bestand eigentlich ausschließlich aus unmusikalischen Menschen, die natürlich auch nicht singen konnten. So. Wenn man natürlich dann versucht, ist immer ein
ein Chorgesang mit Leuten, die noch nie gesungen haben, außer vielleicht in der Badewanne, dann auf die Bühne zu bringen, dann merkt man relativ schnell, das geht so nicht. Und wir haben ja dann zum Glück 1999 auch in dem Help-Konzert im Rosengarten, wo wir, damals war die Kosovo-Krise, da mit dem Jason Wright zusammen quasi dieses Benefiz-Event da gemacht haben. Da haben wir dann zum ersten Mal, ich sag mal, sowas wie die Rumpfband der Söhne Mannheims aufgestellt und da waren dann die ganzen alten Freunde nicht mehr, vom Saver nicht mehr dabei. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, welches Jahr es war zu den Anfängen der Söhne, da war Xavier, glaube ich, bei Beckmann in einer Talkshow, der damals gesagt, er will also die Stadt Mannheim mit den Söhnen ganz weit nach vorne bringen. Da haben viele so ein bisschen geschmunzelt darüber im Nachgang. Jetzt ist es aber tatsächlich ja so gekommen. Die Söhne sind groß geworden, sie sind sehr, sehr erfolgreich geworden, viele wunderbare Titel und Alben rausgebracht, die in deiner Hand, durch deine Hand entstanden sind. Hast du heute das Gefühl, wir schreiben das Jahr 2021, dass die Söhne tatsächlich dazu geführt haben, dass Mannheim anders wahrgenommen wird in der Republik? Ja, ich glaube, das ist unstrittig. Ja. Also, das, also aus meiner Wahrnehmung in jedem Fall. Ich habe jetzt aber auch noch niemand getroffen, vor allen Dingen auch außerhalb von Mannheim, der das nicht so sieht. Also wir waren ja jetzt auch kein One-Hit-Wonder, sondern wir haben das ja Gott sei Dank, ich sag mal, von 1999 bis 2012 auf einem, höchstem Niveau zelebrieren dürfen, diese Liebe zu dieser Heimatstadt. Wenn man Mannheim natürlich schon im Bandnamen trägt, dann ist das ja ein Statement, da kommt man ja gar nicht drum rum. Und ich denke auch, dass wir sowas wie, der Vorbote oder der Grundstein gelegt haben für das, was danach kam, also eben Popakademie, Musikpark oder jetzt das Kreativwirtschaftszentrum, also alles so, was ein Stück weit zu einem neuen Duft oder eine neue Ausrichtung der Stadt Mannheim, die jetzt früher doch mehr als Industriestandort, jetzt mehr als bunte, kreative Stadt wahrgenommen wird, dass wir da beitragen durften. Jetzt wart ihr am Anfang vielleicht auch so relativ jung, wilder Haufen, wie eben gerade von dir geschildert, dann ist das immer mehr professioneller geworden. Mhm. Der Erfolg ist gekommen, logischerweise. Mhm. Hat der Erfolg die Gruppe verändert im Laufe der Jahre? Ich meine, ich rede jetzt nur über die Gruppe, nicht über Einzelne. Ach ja, also es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, da sind jetzt Sachen zum Vorschein gekommen, die man vorher nicht absehen konnte. Also ich glaube, dass man bei Erfolg so ein Stück weit Hemmungen verliert, der ein oder andere, oder nennen wir es mal Bodenhaftung, und dann halt so bestimmte Ecken und Kanten, die man dann eher mal ausleben kann, als wenn man eben nicht alles vermeintlich tun kann, was man gerne würde. Also insofern, viele Überraschungen waren da nicht dabei. Ich möchte die Zeit als solches nicht missen. Und ich sage mal, im Zeitraum von 15 Jahren verändern sich sowieso Menschen so oder so. Also insofern, das war durchaus eine große Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man den Laden zusammenhalten muss. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt mit Ende 40, das würde ich nicht mehr machen. Also das war genau die richtige Zeit, so Mitte, Ende 20. Da hält man noch deutlich mehr aus. Heutzutage würde ich sagen, wisst ihr was, sucht euch jemand anders. Ich bin der Falsche. Ja. Aber alles hat seine Zeit. Ja, logischerweise ja. Aber du hast es gerade geschildert. Die Söhne waren ja gewissermaßen der Grundstein für vieles, was dann in Mannheim passiert ist. Die Veränderung zur Musikstadt, die Popakademie kam. Wenn man auf die musikalische Seite alleine schaut, fand ich auch, dass die Söhne der Anfang waren für eine Welle, eine Art von Musik, der viele Künstler dann auf diesem Wege gefolgt sind. Jetzt bist du der Musiker, ich nicht. Liege ich mit meiner Interpretation falsch? Ja, also also vielen Dank für die Blumen, die würde ich jetzt aber ungern, also dass ich da eine Rolle spielen durfte oder die Söhne als solches bestimmt, aber sehe ich tatsächlich eher in, der Türöffner war meines Erachtens deutlich früher, Mitte der 90er, mit 3P und dann mit Save mit seinem ersten Album. Das war, glaube ich, der Knackpunkt, wo vorher eigentlich klar war, deutsche Musik brauchst du gar nicht machen, lass es. Ja? Also alle A&Rs und Produktmanager in den Plattenfirmen haben allen jungen Leuten gesagt, deutsche Popmusik kannst du sein lassen, das bringt nichts.
schreibt, kannst du es nicht auch auf Englisch? Ja? Und dann hat sich über längere Zeit, und ich denke tatsächlich, da hat dasselbe und 3P und wir dann in der Folge sicherlich auch dazu beigetragen, dass es sich komplett gedreht hat. Heute ist es ja umgekehrt. Heute will ja keiner mehr Englisch machen. Heute sagen ja alle, also wenn du Deutsch singen kannst, dann schreib deine Texte auf Deutsch. Nur so funktioniert es auch. Und man sieht es ja auch im Radio. Die Radiolandschaft hat sich ja auch deutlich geändert. Vor, sagen wir, 20, 25 Jahren hast du kaum deutsche Musik im Radio gehört. Heute ist es eher umgekehrt. Jetzt war irgendwann mal die Zeit ja rum mit den Söhnen. Gab ja dann eine Phase des der Trennung, wie auch immer die gelaufen sein mag. War das der richtige Zeitpunkt auch für dich dann damals zu sagen, das war es jetzt wirklich? Bringe ich dich mit der Frage in die Bredouille? Nein, du bringst mich überhaupt in die Bredouille. Ich versuche gerade. Weil das ist ja auch eine künstlerische Frage. Sagt man, ich bin hier durch mit meinem Öffre und ich kann da nichts mehr bewirken? Oder war die Gruppe einfach, dass sie differenzierte Wege gegangen ist? Naja, wir waren damals, ich weiß noch, das war quasi nach der ersten Staffel von The Voice of Germany, da war derselbe ja Coach. Ich durfte da als Side-Coach mit dabei sein. Und da hat er gesagt, hat er mich angerufen im Auto und da haben wir das besprochen und da hatte er zum ersten Mal gesagt, ich glaube, es wird Zeit, dass wir da aus der Band uns verabschieden. Und es war jetzt auch gar nicht so, also es hat uns zumindest mal, hat sich schon mal angedeutet für uns beide, ja, in der Entwicklung, dass dasselbe wollte da vermehrt Fernsehen machen und deswegen auch ne, The Voice und er hatte dann auch noch zwei eigene Fernsehshows. Danach kam dann auch Sing My Song und so weiter. Also für uns war der Fokus dann anderer und das Thema Söhne Mannheim schien künstlerisch auch für uns beendet. Also insofern, ja, wahrscheinlich war das der richtige Zeitpunkt, da auszusteigen, wobei der Ausstieg, der hielt ja nicht lange. Mhm. Also wir haben dann 2015 zum Jubiläum dann doch wieder angefangen. Ja, so ist mit und dann bin ich 2017 wieder ausgestiegen. Ja, also es ist also ein bisschen... Das ist wie mit Ehen. Das ist meistens auch nicht immer Knallfall. Das dauert eine Zeit, bis man sich da wirklich getrennt hat. Jetzt muss man, wenn der Michel Herberger hier sitzt, natürlich nach der Beziehung zu Xavier fragen, wenn man so lange erfolgreich war und zusammen ja auch viele Touren gemacht hat, aber zehntausende Menschen begeistert hat. Wie ist denn heute die Beziehung zu ihm? Ich sehe ihn gar nicht mehr eigentlich. Okay. Also ich habe ihn, glaube ich, vor anderthalb Jahren das letzte Mal gesehen. Gehe davon aus, dass er dann irgendwann mal wieder hier auftaucht und dann werden wir sicherlich die ein oder andere Sache besprechen müssen. Okay, dann wollen wir es dabei auch beenden lassen. Ich würde gerne auf dich als Person, als Mensch zurückkommen oder überhaupt mal drauf kommen und dich nicht nur minimieren als einer der Söhne Mannheims. Nicht, dass man das falsch versteht, wenn ich sage, studierter Molekularbiologe. Ist das natürlich ein weiter Sprung von dem Studium dieser Art und Weise hin zum Komponisten und zum Produzenten. Warum bist du nicht in diesem Fach geblieben? Naja, also ich war ja vorher Musiker. Ich habe ja mit 4 Jahren angefangen mit Klavierunterricht und habe auch dann, ich sag mal, bevor ich überhaupt dran dachte, was studiere ich, ja, in verschiedenen Bands gespielt. Und für mich war Musik immer ein Thema, aber für mich war es nicht keine wirkliche Option, Musik zu studieren, weil ich mir immer dachte, naja, Musik kann ich immer machen, egal welchen Beruf ich nebenher noch ausübe oder umgekehrt. Insofern, ich wollte es mir offen lassen. Und mit Biologie hatte ich dann auch Bio-Leistungskurs in der Schule und so, das hat mir Spaß gemacht. Und da bin ich dann auch zu, sagen wir, ich bin da ein Kind des Mannheimer Nordens, ja, also zu bodenständig. Da war mir klar, ich muss irgendwas studieren und muss es auch fertig machen, zum Leidwesen von einigen Leuten, unter anderem Xaver, der immer wieder gesagt hat, hör doch auf mit dem Scheiß. Mhm. Aber das war für mich nie eine Option. Das Studium musste beendet werden. Einmal angefangen, musste es fertig gemacht werden. Und habe dann halt nebenher noch Musik gemacht. Und am Ende war es dann tatsächlich so, dass ich dann tagsüber meine Diplomarbeit im Labor gearbeitet habe und dann, sagen wir, ab Nachmittag bis nachts beim Edo Zanki im Studio dann die Söhne Mannheimsplatte mitproduziert habe. Also das war schon durchaus anspruchsvoll. Genau. Rückblick, ist da vielleicht doch der ein oder andere Moment da, wo du sagst, hätte ich vielleicht doch mehr machen können aus meinem Studium, aber war es tatsächlich der Erfolg, den du letztendlich mit der Musik hattest? Naja, ich hätte es ja machen können. Also ich hätte ja danach promovieren können. Ich hatte einige Angebote, aber das war für mich gar keine Frage. Also so ein bisschen,
naja, ich will jetzt nicht sagen, Trauerstimmen hinterher, stimmt nicht, aber ich sag mal, tatsächlich so eine Chance dann auszulassen, weil das hatte ja auch schon seine schönen, also die intellektuelle Herausforderung da, das war schon toll. Also ja. Gerade die Arbeit im Labor ja. Auch, man jetzt in Zeiten von Corona sind ja als alle Virologen geworden. Das war ja mein täglich Brot. Also tatsächlich habe ich mich ja spezialisiert auf pathogene Mikroorganismen, wurde auch von einem Virologen und einem Bakteriologen im Hauptfach geprüft. Also das hat mir total viel Spaß gemacht und war genau mein Ding. Aber ein Stück weit, man muss sich halt dann irgendwann entscheiden. Und als dann klar war, jetzt entweder Söhne Mannheims und das mal richtig, zumindest mal probieren und gucken, ob es funktioniert, hat sie dann auch. Und das andere auf Eis legen, war aber für mich klar, dass ich die Chance, die Söhne Mannheims zu machen, die musste ich einfach ergreifen. Der Drosten von Mannheim wäre es geworden dann letztendlich. Oh je, lieber nicht. Nee, besser nicht. Und dann wird man noch bedroht im Internet, bloß wenn man sagt das und das. Wollen wir da rauskommen, aber ich habe auch noch, und das ist der zweite Punkt, ja eben gerade in der Anmut auch gesagt, bekennender Christ. Das ist ja so ein immer so ein Stück weit ambivalent, wenn man das benutzt. Die einen sagen, ist das ein Scheinheiliger, die anderen verstehen darunter, er geht jeden Sonntag in die Kirche, ansonsten hält er sich wenig daran. Was verstehst du denn, wenn ich den Begriff nehmen darf, bekennender Christ? Was bedeutet das für dich, Michel? Ach, ich habe da natürlich eine relativ lange Reise hinter mir. Also ich sag mal, vom Kindergottesdienst früher, vom, ich sag mal, Abstinenzler nach der Konfirmation, wo ich mir dachte, irgendwie, oh, pff, das war langweilig, Sonntag, so gehe ich nicht mehr hin. Ja. Bis zum, sag mal, mit Mitte 20 zu merken, hey, mir fehlt was oder da ist mehr. Also ich war tatsächlich so jemand, ich war immer Christ und hättest du mich gefragt, hätte ich auch immer gesagt, ja, ich glaube, ja, aber mehr, also ich sag mal, dieses, das an Nummer 1 zu stellen, das hat sich, glaube ich, erst die letzten 25 Jahre entwickelt. Und es ist, ich sag mal, auch eine Sache, die über die Jahre natürlich wachsen muss. Und inzwischen ist, muss ich sagen, das ist die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Und hoffe auch, ich gehe damit an niemanden auf den Keks. Ja? Also natürlich ist es mir wichtig, deswegen hast du es auch gelesen, dass ich da ein Statement setze, ja? Weil wenn es mir wichtig ist, muss es auch zu mir und meiner Vita dazu gehören. Aber ich laufe jetzt nicht rum und irgendwie drücke den Leuten Bibel in die Hand oder so. Also nichts dagegen, aber das ist jetzt nicht so mein Ding. Sondern ich versuche vorzuleben tatsächlich und versuche das auch, sagen wir, tagtäglich in meinem Alltag so einzubinden, dass man mir, und ich hoffe, ich mache es einigermaßen gut, eben nicht vorwerfen könnte, ich gehe dann sonntags in die Kirche, ansonsten habe ich damit nichts zu tun. Da halte ich jetzt gar nichts davon. Wenn du sagst, die letzten 25 Jahre hätte sich das vertieft, wenn man so nennen will, dann steckt dahinter oftmals auch so ein Erweckungserlebnis. Gab es bei dir irgendein Erlebnis, das dazu geführt hat, dass der Glaube größer wurde? Ja, das ist ja bei jedem anders. Natürlich gibt es solche Erweckungserlebnisse. Bei mir hat es das Erweckungserlebnis als solches nicht gebraucht, sondern es waren eher viele kleine auf dem Weg dahin. Also mich musste man, also zum Glück nicht schocken, sondern ich war schon auf dem Weg, ich musste ein bisschen justiert werden und muss es immer noch. Und also Gott sei Dank, also ich bin auch nicht so großer Freund von Schockmomenten, die bleiben zwar oftmals nicht aus, wenn man ein gewisses Alter hat, aber das war zum Glück nicht der Fall. Du hast eben angedeutet, dass du das zeigst im täglichen Leben. Mhm. Heißt das Christsein in deinem Sinne, wie du es verstehst, ist, wenn du in Vertragsverhandlungen bist, dass du zum Beispiel ein fairer Vertragspartner bist, könnte man das so ausdrücken? Unstrittig. Und auch im Verhältnis zu Mitarbeitern, zu anderen Menschen? Ja, aber das ist, also ich sag mal, dafür müsste man eigentlich kein Christ sein. Wollte ich gerade sagen. Aber ich sag mal, wenn man sagt, man ist Christ, dann darf das nicht fehlen. Ja. Also das allein macht mich natürlich nicht aus, aber wie gesagt, das darf auf jeden Fall nicht fehlen, wenn man jetzt, wie gesagt, ich versuche das ja auch nicht wie eine Monstranz von mich herzutragen, ich verstecke es aber auch nicht und dann ist sowas natürlich, das ist Pflicht. Was sagst du zu Menschen, und davon gibt es nicht wenige, die sagen, ich muss nicht in die Kirche gehen, um Christ zu sein, ich kann das in meinem täglichen Leben haben. Kann man bekennender Christ sein, ohne eine Kirche zu betreten, aus deiner persönlichen Sicht? Oh, das ist nicht so einfach, weil das so individuell ist, dass man das, glaube ich, schwierig über einen Kamm scheren kann. Ich sag mal, aus meiner Erfahrung ist es so, dass die beiden großen
Landeskirchen, also die evangelische und die katholische traditionelle Kirche, meines Erachtens viele Fehler gemacht haben, die letzten viele Jahre. Viele, ja, hunderte, so. Ja. Die katholische Kirche andere als die evangelische. Und ich ein Stück weit natürlich dann verstehen kann, und die Phase hatte ich ja auch, wie gesagt, als junger Mensch, dass ich gesagt habe, das gibt mir nichts. Ja, also da hinzugehen, ich hatte eigentlich einen tollen Pfarrer, aber da muss doch mehr sein als das, aber wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Ja. Das verstehe ich total, und dass man sich da aber dann weiter auf die Suche begibt, ohne jetzt irgendwo in der Sekte zu landen. Ja. Aber inzwischen haben sich ja über die letzten vielen 20, 30, 40, 50 Jahre so viel auch freie Gemeinden, die sich zum Teil auch zu einem Bund freier Gemeinden zusammengeschlossen hat, dass man, glaube ich, schon, wenn man wirklich will, eine Gemeinschaft findet. Und ich glaube, das ist essentiell bei einem Glauben, dass man denn in einer Gemeinschaft mit anderen, die den Glauben teilen, lebt. Ansonsten läuft man Gefahr, sich so seinen Glauben selber zusammenzubasteln, ja, sogenannte Patchwork-Glaube. Mhm. Ich habe so die Erfahrung gemacht, das und das, oder nehme ich mir noch das von da und so weiter. Und dann kommt aus meiner Erfahrung irgendwas Schrulliges dabei raus, aber eigentlich kein wirkliches Christsein mehr. Gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber ich glaube tatsächlich, gelebter christlicher Glaube braucht Gemeinschaft. Und wenn man sucht, dann findet man auch. Also zum Beispiel, ich gehe in Schriesheim gibt es eine evangelische Gemeinde, bei der haben meine Frau und ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, und die machen das ganz hervorragend. Also da bin ich wirklich sonntags total gern zu Gast. Letzten Sonntag haben wir wieder gespielt und haben dann den Gottesdienst gestaltet. Und ich muss sagen, also da, es ist also eine stinknormale Landeskirche, aber die ist lebendig, und also man... Die Atmosphäre ist auch eine andere. Es, also ist jetzt schwer zu umschreiben für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt hat, aber man muss da gar nicht groß jetzt irgendwie irgendwelche absurden Dinge erwarten oder irgendwie revolutionäre Sachen, sondern ich glaube, da geht es viel um Authentizität, um Echtheit und um Ankommen. So ging es uns, als wir zum ersten Mal dort waren. Ne? Wir haben uns da wirklich gefühlt wie, hey, wow, da fühlen wir uns wohl. Das ist eigentlich interessant, dir zuzuhören, die letzten paar Minuten, wenn jetzt strapaziere ich das Wort bekennender Christ. Für mich stellt sich in deinem Falle so dar, ich will es aber auch dann abschließen, stellt sich so dar, dass du dich tatsächlich auch mit dem Thema intensiv befasst hast. Ja. Weil es ist ja einfach zu sagen, ich bin bekennender Christ. Nee, aber man hört aus deinen Worten heraus, das ist etwas, mit dem du dich tatsächlich nicht nur einmal im Jahr beschäftigst, nämlich am 24.12., sondern es ist in dir drin, dieses Thema ein Stück weit. Wir haben dir vor Beginn dieses Gesprächs, was wir immer machen, auch für unsere App hier, ein paar Fragen gestellt, und dann ging es unter anderem um den Lieblingsort in der Kurpfalz hier. Hast du noch nicht beantwortet? Nee. Heißt das zum einen, dass es so viele schöne Orte gibt in der Kurpfalz, die du benennen könntest, aber nicht genau weißt, welchen? Oder heißt das, sprich? Also ich finde es total schwierig, weil einerseits bin ich ein sehr heimatverbunden, hört sich so ein bisschen doof an. Da denke ich irgendwie klar an Bayern, weiß gar nicht warum. Ich finde nicht, dass es doof anhört. Ganz im Gegenteil. Okay. Das ist eine Renaissance, glaube ich, dieses Wortes mittlerweile. Ja, also im positiven Sinne. Ja, ich bin da ganz bei dir. Es ist trotzdem natürlich, wie so vieles im Moment, so in dem Graubereich der, was ist jetzt noch völkisch, nationalistisch, was nicht. Und ich bin da recht angstbefreit an sich, aber möchte auch nicht irgendwie falsch verstanden werden. Insofern, für mich ist Heimat ein schöner Begriff, zumal ich unglaublich gerne hier lebe und auch nicht wirklich darüber nachgedacht hatte, hier wegzuziehen, obwohl es jetzt auch kein Problem gewesen wäre. Um deine Frage zu beantworten, ich habe so ein bisschen changiert zwischen, wo gehe ich gerne hin, mal, um auszuspannen, und wo sind Lieblingsorte wie jetzt, ne, da in dem Vorort, in dem ich lebe, oder in dem Vorort, in dem ich aufgewachsen bin, oder
im Käfertaler Wald, wo ich ab und zu mal joggen gehe. Ja? Also was ist denn jetzt mein Lieblingsort? Ich kann es leider immer noch nicht beantworten. Vielleicht fällt mir es dann später nochmal ein. Ja, wie immer, wenn das Ganze rum ist, dann fällt es dir ein. Aber ist es nicht traurig, Michel, dass man sofort einer Gruppe zugeordnet wird, wenn wir jetzt das Wort Heimat nehmen, es vielleicht negativ belastet ist, aufgrund auch politischer Parteien, wenn man es mal so sagen will, ist ein Stück weit traurig. Und wenn man ein Promi ist, der du ja auch warst, wo man ja auch die oder noch bist, kann man ja, ist ja egal, wie man es nennen will. Ist nicht so mein Ding. Aber dass man da nicht unglaublich aufpassen muss bei seiner Wortwahl, hat dich das je belastet? Weil du ja selbst eben sagst, ich muss vorsichtig sein. Ja, was heißt belastet? Belastet ist zu hoch gegriffen. Belastet ist zu hoch gegriffen. Also ich sag mal, seit geraumer Zeit, und es wird komischerweise leider mehr und nicht weniger, und da hat Corona bestimmt auch nochmal dazu beigetragen, ist so, also mindestens jeden zweiten oder dritten Tag lese ich die Zeitung und sage zu meiner Frau, das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe, vielleicht werde ich ja alt. Das gehört bestimmt auch noch mit dazu. Ich bin älter aber als du. So, ja, aber es hilft mir nicht. Nee. Ja? Mir auch nicht. Also es gibt da so, manche Entwicklungen, da schüttel ich nur den Kopf. Ja. Und leider muss ich dann halt noch irgendwie an meine Eltern und Großeltern zurückdenken. Denen ging es ähnlich. Und ich habe damals so gedacht, wo ist das Problem? Aber heutzutage, so Entwicklungen wie die, dass man, früher hat man Schubladendenken, inzwischen nennt man es Framing, bis zu Cancel Culture, was er jetzt durch Sarah Wagenknecht ausgerechnet, aber was ich gut finde, auch mal zur Diskussion gestellt wird, dass man sich da wirklich mal mit auseinandersetzt. Und das Thema überhaupt mal, ich bin ein total großer Verfechter von Diskussion, ja, von Kommunikation, sich über die Sachen halt wirklich mal gemeinsam Gedanken machen und ohne sich die Köpfe einzuschlagen oder ohne nach dem ersten Satz schon dem Gegenüber zu sagen, du bist das und deswegen darf ich mit dir oder will ich mit dir nicht reden, muss ich mir denken, wo sind wir denn hier angekommen, wenn wir nicht mehr miteinander reden können, dann können wir alles gleich sein lassen. Ja. Also das ist ein hohes Gut und das finde ich total schwierig. Und gerade beim Thema Heimat, also man muss sich halt mit der Tatsache auseinandersetzen, dass der gesellschaftliche Diskurs ist ein Stück weit eingeschränkt. Und wenn man sich dann öffentlich äußert, so wie ich jetzt in dem Fall, muss man halt, ich meine, das ist jetzt ein einigermaßen geschützter Bereich, säße ich jetzt beim Lanz, wo ich hoffentlich nicht hin muss, musste ja noch mehr Gedanken machen, weil dann irgendwie einen falschen Satz hast du dann zwei Wochen lang Spaß. Das ist ja hoffentlich nicht der Fall. Also insofern, du musst, sobald du ein Interview führst, tatsächlich keine Schere im Kopf haben, aber dir schon überlegen, zu welchem Thema sage ich was und warum und wie kann ich es zumindest noch begründen, wenn mir irgendjemand sagt, oh, das war aber nicht in Ordnung. Ja. Ich finde es eigentlich witzig, das wird auch jetzt meine, das soll auch meine Abschlussbemerkung sein in unserem Gespräch. Für das Gespräch bedanke ich mich im Voraus. Dankeschön. Oder im Voraus, jetzt im Nachgang natürlich auch. Ich finde es eigentlich interessant, die Öffentlichkeit verlangt immer, wir brauchen wieder Typen. Reden wir vom Sport, von der Kultur, egal wo. Dann muss doch mal wieder, soll doch mal einer mal wieder einen raushauen. Dann freuen sich alle. Der hat aber keinen Spaß dabei, weil die anderen 50% hauen ihm das Ganze in Social-Media-Kanälen und überall um die Ohren. Und das finde ich eigentlich unglaublich traurig an der ganzen Geschichte. Das ist sicherlich abhängig davon, was er sagt, in welche Richtung er geht. Aber wir wollen immer wieder diese Typen, aber wir schleifen die Typen so weit ab unterm Strich, dass wir gar keine Typen mehr haben. Du bist eine richtig gute Type. Ich danke dir. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Tennismatch. Oh ja. Michel Herberger, danke schön, dass du hier warst und ich könnte noch eine Stunde so weitermachen. Vielen Dank für die offenen Worte. Danke. Vielen Dank, Norbert. Es war mir ein Fest. Mir auch. Danke. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz Erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.